okay. I forgot about Valentine's Day. Miriam Höller ist die letzte Frau an Hannes Aachs Seite. Nach dem Tod des Abenteuersportlers zieht sich Höller aus der Öffentlichkeit zurück. Auf ihrer Facebook-Seite meldet sie sich mit einem rührenden wie auch sehr starken Posting zu Wort. Hallo ihr Lieben, in den letzten Monaten habe ich mich ziemlich verkrochen. Ich habe mich eingeigelt und mich bewusst nicht den öffentlichen Fragen gestellt. Was auch antworten, wenn man selbst nicht weiß, was man will, was man von sich und seinem Leben noch erwartet. Ich habe mich gefragt, aufgeben oder weitermachen. Zu groß erschien mir die Aufgabe, die mir im Leben gestellt wird. Jetzt, wo ich viele Schritte weiter bin und für mich entschieden habe, mich durchzubeißen und weiterzukämpfen, schockiert es mich, dass ich als Mensch, der sich immer über die Lebensfreude, Mut und Selbstbewusstsein definiert hat, einmal an einem Punkt war, einer Situation nicht gewachsen zu sein. Mit den Zweifeln habe ich nun abgeschlossen. Ich möchte wiederkommen, wieder zurück in meinen Beruf und mit dem, was ich kann und mache, andere Leute begeistern. Die Stuntfrau bedankt sich auch bei den Medien. Auch den Medien sage ich ganz herzlich Danke, dass ihr mich im letzten Dreivierteljahr nicht vergessen habt und stets respektvoll und menschlich euren Job nachgekommen seid. Das Model wirkt sehr entschlossen, ihr Leben wieder in Angriff zu nehmen und endlich wieder zu leben. Hannes, can you just in one sentence